Es freut mich einfach wirklich so sehr und dafür ein fettes, fettes Dankeschön an euch. Moin meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Commentary und im Hintergrund seht ihr jetzt eine Skywars-Runde. Und ich muss kurz vorweg sagen, dass ich jetzt nicht irgendwie wenig Zeit habe, warum jetzt ein Commentary kommt, sondern ich bin momentan einfach so unfähig, was das Kommentieren angeht, was das Live-Kommentieren vor allem angeht. Also keine Ahnung, was bei mir los ist. Liegt vielleicht daran, dass ich jetzt vor 2 Wochen das letzte Mal ja ein Video gemacht habe, denn die letzten Videos, die jetzt kamen, waren alle vorproduziert. Und ja, das tut mir einfach leid. Deswegen heute nur ein Commentary, weil ich, wie gesagt, einfach zu unfähig bin, ein Live-Commentary zu machen. Hab, wie gesagt, schon ordentlich viele Live-Commentaries aufgenommen. Allerdings war dann mal eine Runde gut, da habe ich dann aber scheiß kommentiert und andersrum genauso. Also keine Ahnung, was da los ist bei mir. Jedenfalls möchte ich jetzt auch nicht weiter auf das Ganze rumreiten, sondern ich habe heute ein paar Themen anzusprechen. Und zwar, wir haben jetzt die 200 Abonnenten geknackt, was wirklich ziemlich nice ist und worüber ich mich wirklich sehr freue. Und dafür möchte ich mich in diesem Video bei euch ganz herzlich bedanken. Also ich finde es einfach wirklich krass. Wir haben jetzt, ich glaube, 223 Abonnenten und es ist einfach sowas von krass. Es freut mich einfach wirklich so sehr und dafür ein fettes, fettes Dankeschön an euch. Genau, in diesem Video möchte ich mich auch nur wortwörtlich bedanken bei euch. Es wird auf jeden Fall noch ein Special kommen, dazu gleich noch was. Jetzt aber erstmal nochmal zur Bewertung was. Und zwar, ich finde es einfach krass. Ihr müsst euch mal die Bewertung von mir reinziehen. Ich habe immer irgendwie, keine Ahnung, über 10 Likes, aber 0 Dislikes. Also das ist wirklich meistens der Fall so. Ich habe auch Videos dabei, ich blende euch jetzt mal ein paar Screenshots ein, damit ihr das mal seht. Und ich habe auch total krasse Videos, da habe ich zum Beispiel auf allem irgendwie 3100 Aufrufe oder so. Und ich meine, ich habe über 200 Abonnenten gerade mal. Ich habe wirklich keine große Reichweite. Und dann so viel Aufrufe immer zu bekommen, das ist einfach nur sowas von krass. Und vor allem ist das nicht selbstverständlich, ne? Ich meine, es gibt so viele YouTuber, die irgendwie so 200 Abonnenten haben, die aber immer so 40, 50 Aufrufe haben, die eine, keine Ahnung, nicht so eine gute Bewertung haben wie vielleicht ich. Ich möchte jetzt nicht irgendwie arrogant sein oder so, keine Ahnung, falls das jetzt so rüberkommt, tut mir leid, soll nicht so rüberkommen. Ich möchte das einfach nur, ich möchte einfach nur, ja, mich bedanken bei euch. Ich finde es einfach abnormal, ich finde es wirklich abnormal, was zurzeit abgeht. Wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich und für so einen kleinen Kanal, was heißt klein, es ist ja auch schon gut. 200 Abonnenten ist ja schon für mich eigentlich auch ganz gut. Und, aber wie gesagt, im Gegensatz zu anderen YouTubern, dann immer so viele Aufrufe zu bekommen, ist schon krass. Und die meisten beschweren sich ja auch immer, ja, ich hätte 200 oder 400 Abonnenten, bekomme aber nur immer 50 Aufrufe oder so. Und bei mir ist es halt das Gegenteil. Ich bekomme mehr Aufrufe, als ich überhaupt Abonnenten habe. Und das ist wirklich richtig krass. Das freut mich und das motiviert natürlich einen, weiter mit YouTube zu machen. Und das werde ich auf jeden Fall auch machen, solange es mir halt Spaß macht. Genau, nächstes Thema ist, ich habe es jetzt eben schon angesprochen, ein bisschen, und zwar ein Special wird auf jeden Fall kommen. Und zwar, 100 Abonnenten-Special lief ja nicht, ne? Habe ich ja nicht gebracht, war ja, kam ja nicht, war ein bisschen Fail von mir, ja. Fakt ist, dass auf jeden Fall jetzt, nächste Woche habe ich jedenfalls vor, ein Special kommen wird, ein Abonnenten-Special, 200 Abonnenten-Special. Und das ist auf jeden Fall in Planung. Ich habe noch nicht angefangen, aber ich habe jetzt ein paar freie Tage und da werde ich das auf jeden Fall machen. Ich habe auch auf jeden Fall ein paar gute Ideen schon. Und dann wird das höchstwahrscheinlich nächste Woche kommen. Also ich bemühe mich, dass es nächste Woche kommt. Genau, nächstes Thema wäre, es ist ja jetzt letztes Mal, also letzten Dienstag und davor die Woche Dienstag ausgefallen. Also da kam kein Video. Das möchte ich kurz noch sagen, da hatte ich leider wirklich so viel Stress um die Ohren, also könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ich musste lernen, was das Zeug hielt, ja, ich musste wirklich lernen, ohne Ende, und ich habe jetzt schon 2 Arbeiten hinter mir, und ich muss wirklich sagen, die Arbeiten waren wirklich gut. Ich bin vollkommen zufrieden, ich habe eine Spanischarbeit geschrieben, wir hatten nur 3 Arbeitsblätter bekommen, und die waren so einfach, also ich weiß nicht, ob ich irgendwie zu dumm bin und das jetzt alles falsch gemacht habe. Aber ich fand es irgendwie so einfach. Kann ja sein. Ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr irgendwie euch total sicher seid, es muss eine 1 sein und dann kommt er mit einer 5 wieder oder so. Ich weiß nicht, wen es auch so geht. Mir geht es vielleicht manchmal auch so. Da denke ich so, ja, war richtig gut und dann bekomme ich nur so 5 Punkte oder so. Also
eine 4 wäre das dann. Ja, ich hoffe, dass es diesmal nicht so ist, aber in Deutsch und Spanisch haben wir jetzt jedenfalls geschrieben und ich muss wirklich sagen, dass ich wirklich sehr zufrieden bin. Besser hätte ich es nicht machen können, nach meiner Meinung. Deswegen, wie gesagt, deswegen kamen da jetzt keine Videos, weil ich halt lernen musste. Das hatte ich aber auch auf Twitter angekündigt. Das ist jetzt eigentlich passender Übergang dazu. Und zwar, ich habe das auf Twitter angekündigt. Genau, ich habe Twitter, habe ich eigentlich schon sau lange, aber ich war da noch nie aktiv. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, aktiv zu sein. Falls also irgendwie was ist, könnt ihr gerne bei Twitter mich mal auschecken, vielleicht mich da abonnieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Keine Ahnung, wie gesagt, falls irgendwas ist, dann wisst ihr halt immer Bescheid. Werde ich jetzt auf jeden Fall demnächst wirklich aktiv sein. Da muss ich allerdings noch Banner und Profilbild auch machen. Ist ja jetzt auch momentan das Thema bei mir. Ich brauche ja einen Banner und ein Profilbild. Ich habe jetzt schon etliche Designer angeschrieben und die haben mir auch einen Banner geschickt. Allerdings, das Banner, muss ich wirklich sagen, sah nicht nach, hat einfach nicht überzeugt und ja, fand ich nicht so geil. Deswegen muss ich, denke ich, jetzt mal selber einen Banner und Profilbild machen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin, aber das wird auf jeden Fall schon irgendwie werden. Bin ich ganz zuversichtlich. Genau, das soll es jetzt auch mit dem Video gewesen sein. Mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht ansagen. Genau, also 200 Abonnenten-Special ist auf jeden Fall incoming. Und in diesem Video möchte ich oder wollte ich mich jetzt einfach nur wortwörtlich bei euch bedanken. Und dann möchte ich nochmal ein Special machen, wo ich dann auch meine Dankbarkeit damit ausdrücke. Und ja, das wäre es, wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen, ne, Laberababa war, aber ist ja auch manchmal wichtig. Und dann wär's das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen. Lasst eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn er dann wieder einschaltet. In dem Sinne, macht's gut. Haut da rein. Tschüss.